Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Mein Name ist Lars und heute bauen wir die wohl einfachste und survival-freundlichste Farm überhaupt. Unter uns sehen wir noch die Süßbärenfarm aus dem letzten Video, die verlinke ich am Ende, wenn du wissen willst, wie man die bauen kann oder sie noch nicht kennst. Und jetzt legen wir einfach mal los. Die wohl einfachste Farm braucht gar nicht viel. Ja, wir brauchen nur ein paar Trichter. Gut, die sind recht teuer, aber das kriegt man schnell zusammen. Wenn man sein erstes Eisen da rein investiert, ist das ganz einfach. Wir brauchen eine Truhe und wir brauchen ein bisschen Wasser. Aber wir fangen an mit einem 3x3 Loch. So. Und machen das Ganze 3 Blöcke tief. So, noch ein. Und hier wollen wir jetzt 4 Farmen reinknallen. Ja, 4. Genau. Wir machen erstmal Trichter. Wir müssen jetzt gucken, in welche Richtung, ist eigentlich egal. Wir müssen nur irgendwo mittig gehen. Ne? Ich mache jetzt hier so 1, 2, 3. Die sollten alle ineinander gucken. Da guckt, der guckt rüber, rüber, rüber. Okay, das ist alles schon mal gut. Und jetzt brauchen wir noch einen Trichter, der hier von der Mitte da reingeht. Ja, und da rein. So. Wir machen nämlich auf hier auf dem Feld, auf dem Trichter, auf dem und auf dem machen wir jeweils eine Farm. Okay, die Mitte brauchen wir nur, damit alles nach vorne geleitet wird. Und hier vorne machen wir eine Truhe hin. Das war's schon. Jetzt machen wir in der Mitte wieder Erde drauf und in den Löchern hier auch. So. Und so. Ganz einfach. Und auf der Truhe auch. Aber wir müssen ja irgendwie drankommen, ne? Deswegen gehen wir einmal hier runter, machen auf der Truhe keinen vollen Block. Wir müssen die ja öffnen können. Wir machen irgendeine Treppe. Ist egal welche. Nehmen wir Bruchstein, die kriegt man schnell zusammen. Hier wieder zu. Und das ist eigentlich schon unsere Farm. Wir können hier an die Truhe. Das heißt, wir machen hier oben einfach irgendeine Trapdoor rein. Oder man buddelt sich einfach runter, sodass man vorbeilaufen kann. Aber jetzt nehmen wir das Wasser, machen das hier auf jeden Trichter. Also hier drauf, hier drauf, hier drauf und hier drauf. So. Dann brauchen wir noch Bruchsteinmauer. Die kriegt man ja auch sehr schnell zusammen. Und die kommt über jedes Loch. So als Schutzmaßnahme. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Tiere. Das Schöne ist, man kann die Tiere einfach entweder mit einer Leine oder man schubst sie in diese Löcher und die kommen nicht mehr raus. Das heißt, man kann die easy da reinkriegen. Es gibt ja so Farmen, die sind sehr effektiv, aber da muss man erstmal die Tiere reinkriegen im Survival. Das ist dann immer sehr tricky. Aber wir brauchen jetzt einmal Schweine. Wir brauchen Hühner. Wir brauchen eine Kuh. Und wir können noch Kaninchen nehmen. Sucht euch ein Loch aus, ist egal welches. Ich fange jetzt mal an mit den Schweinen hier und wir hauen da einfach Schweine rein. So. Und zwar immer weiter. Irgendwann ist dieses Loch zu voll. Das wissen wir dann, wenn ein Schwein stirbt. Da. Wunderbar, ist gestorben. Gut, jetzt gucken wir mal hier. Ist hier angekommen. Sehr gut, funktioniert. Dasselbe machen wir jetzt auch mit Kühen. Hier einfach blub, Kühe rein. Ne, nicht da oben drauf. So. Mit den Kühen ist das ein bisschen schwieriger, weil da ist so wenig Platz. Man sieht fast nichts. Man kann natürlich auch erst die Kühe reintun und dann das Wasser. Da stirbt schon die erste Kuh. Okay, alles hier drin. Gut. Jetzt machen wir das hier noch mit Hühnern. Ich entsorge mal gerade die Kuh, die ist ein bisschen störend. Störkuh, Störkuh. So, jetzt machen wir das hier mit Hühnern. Einfach rein damit. Yeah, Spaßbad. So, da stirbt das erste Huhn. Okay. Und das Ganze dann auch nochmal mit Kaninchen. So, einmal hier rein. Bis das erste Kaninchen stirbt. So, da ist eins gestorben. Da passt sehr viel rein. So, jetzt sehen wir, alles landet hier drin. Ne? Wir kriegen Schweinefleisch, wir kriegen Leder, wir kriegen Rindfleisch, Hühnchen, Federn, Kaninchenfell, rohes Kaninchen. Also genug zu essen und Sachen zu craften. Aber die Farm würde ich ein bisschen weiter wegbauen, weil die ist echt laut. Ja, die ist wirklich laut. Und jetzt brauchen wir eigentlich nichts außer Weizenkörner oder Karotten oder Weizen. Weil wenn wir jetzt Weizen nehmen und die Kühe vermehren, oh, die machen ganz viel Liebe. Dann tauchen Babykühe auf und die erwachsenen Kühe, die sterben, weil Platzmangel. So einfach.
Und schon landet das Zeug hier drin. Es wird schon mehr. Das heißt, du läufst alle 5 Minuten vorbei. Ja, fütter das einmal durch. Hier. Guck mal, zack, 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 zack. Einfach füttern, 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 füttern. Die Schweine sterben schon weg. Hier können wir auch füttern, 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 füttern. Die bekommen Babys. Die Babys überfüllen das Loch. Kaninchen sterben weg. So, hier alles durchgefüttert. Sehr schön. Bis es nicht mehr geht. Gut. Und hier geht das auch. So, hauen wir einmal rein. Wunderbar. So. Ja, manchmal gerät man auch an den Trichter. Das kann schon mal passieren. So. Oh, wir sehen schon 24 Schweinefleisch schon drin. 8 Kaninchenfelle sind drin. Ein paar mehr Federn. Die Hühnchen, das dauert, bis sie sterben. Da passen echt viele rein, muss man sagen. Aber so habt ihr die wohl einfachste Farm überhaupt und die hat man richtig schnell zusammengebaut. Ich hoffe, dir hat diese kleine, aber survival-freundliche Farm gefallen. Wenn ja, kannst du das Video natürlich gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite also vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Wie baut man was? Ciao. Mit V.